Was ist unser Fall zur Unmöglichkeit? Da kauft jemand beim Obsthändler einen Zentner Delicius-App. Termin für die Übereignung ist vereinbart am 15.04. Am 1.04. kauft er. 15.04. soll übereignet werden. Und am 9.04. brennt die gesamte Lagerhalle ab. Und zwar ehe der Obsthändler die Äpfel abgesondert hat für den Käufer. Also ehe er sozusagen die extra abgepackt hat in eine Kiste und den Namen des Käufers dort draufgeschrieben hat. Ehe das also passiert, brennt der gesamte Obstvorrat ab. Auch mit den Delicius-Äpfeln. Verschulden an dem Brand hat der Obsthändler nicht. Und als nun der Käufer seine Äpfel haben möchte, beruft sich V auf den 275 BGB. 275 BGB ist die Unmöglichkeit. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Rechtsgrundlage, also 275. Wir haben ein Schuldverhältnis, 433, ne? Kaufvertrag, wissen wir schon, kennen wir schon. 433 folgende regelt den Kaufvertrag. Liegt eine Unmöglichkeit vor? Und die entscheidende Frage ist nun, ist es eine Stückschuld oder eine Gattungsschuld? Diesen Unterschied kennen wir schon. Stückschuld richtet sich auf ein Unikat und Gattungsschuld richtet sich auf etwas, was nach Art und Güte bestimmt ist. Und die Äpfel sind geradezu klassisch eine Gattungsschuld. Geradezu klassisch. Ja, sie sind nach Art und Güte bestellt, es sind Delicius-Äpfel von irgendeiner Güteklasse fertig. Irgendwelche, aber nicht genau diese. Klassische Gattungsschuld. Eine Gattungsschuld ist aber, wie wir gestern schon kurz mal gesehen haben, immer eine Beschaffungsschuld. Das heißt, es ist jetzt das Problem des Obsthändlers, obwohl er an dem Brand nicht schuld ist, neue Delicius-Äpfel zu besorgen, weil er sie besorgen kann. Bei einer Stückschuld würde der Fall anders liegen. Da könnte er diese Sache gar nicht mehr neu beschaffen, weil diese Sache einmalig war. Aber bei der Gattungsschuld kann er die Äpfel neu beschaffen und muss es auch tun. Also Ergebnis, V muss die Äpfel liefern. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Videocoachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Videocoachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.